Dann seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Die Tür ist versperrt. Da brauchen wir den Kuhfuß. Dös benutzt den Kuhfuß, um die Tür aufzubrechen. Ah, sie hat nachgegeben. Da sind wir. Ruhmeshalle. Hallo, Rocket. Ich denke, ich sollte dir sagen, oder du solltest wissen, du bist einer von nur einer Handvoll Leuten in meinem ganzen Leben, die meine Geduld komplett aufgebraucht haben. Meine Geduld für nette Konversationen komplett aufgebraucht haben. Du Schleimige! Du schleimiger, kleiner Radikaler, du. Ich dachte, du bist einfach nur ein anderer Fleck, den Ash wegwischen kann und dann vergessen kann. Aber irgendwie bist du einfach durch jeden einzelnen Ritz durchgerutscht, den es gab. Und das genau in der Reihenfolge von Schritten, die alles ruinieren könnte, für das ich gearbeitet habe. Es spielt keine Rolle, was du gesehen hast. Ash ist genauso ein Mensch wie jeder andere. Die Region muss vom Gesetz her jedem Befehl befolgen, den er ausspricht. Und es gibt keinen Trainer weit und breit, der ihm seinen Titel abnehmen kann. Ich wusste das schon in dem Moment, als ich seinen Pulsschlag das erste Mal in meinem Labor gesehen habe. Ich wusste, ich halte den Schlüssel für komplette und andauernde Macht. Den Krieg aufzugeben, war nur der nächste logische Schritt. Ich verrate dir Folgendes. Es war das Schwerste, was ich jemals getan hatte. Kantos Verräter zu werden. Aber es hat geholfen, eine Lektion zu verstärken, die ich bereits begonnen hatte zu lernen. Über Ehre, in Anführungsstrichen. Du musst wissen, im Krieg kämpfen Leute bis zu ihrem letzten Atem. Aber in Friedenszeiten, da geben sie auf ohne einen zweiten Gedanken. An irgendein Kind, das sie in einen Pokémon-Kampf besiegen kann. Alles nur im Namen alles nur im Namen der Ehre. Also möchte man annehmen, wenn du den stärksten Trainer kontrollierst, dann kontrollierst du auch die Form der Geschichte? Die Form der Geschichte? Du musst wissen, ich habe keine Pläne, ein ritterlicher, ehrenhafter Anführer zu sein. Den Verlauf der Geschichte. Aber da stand Shape! Da stand Shape of History! Aber ja, Verlauf der Geschichte macht Sinn. Ich habe keine Pläne, ein ritterlicher oder ehrenhafter Anführer zu sein. Nur ein schlauer. Hallo, BP.
Wenn du auf den Server willst, der steht, aber wie gesagt, ich werde das erstmal ein Weilchen nicht spielen. Bis noch ein paar Patches rauskommen oder so. Mal schauen. Nur ein Schlauer. Was kümmert mich mein Erbe? Oder darum, irgendwie mich an höhere Werte zu halten? Was ist die rationale wissenschaftliche Basis daran, dass man an sowas glaubt? Wenn ich tot bin, dann wird es sowieso nichts davon mehr eine Bedeutung haben. Ich wurde mein Leben lang von all diesen Idioten, ich war mein Leben lang von so vielen Idioten umgeben, die es einfach nicht schaffen zu sehen, dass es nur Macht und Schwäche gibt. Freude und Schmerz, Leben und Tod. Keine von ihren so wertvollen Werten bedeuten irgendetwas in der endgültigen Analyse. Und genau deshalb kann ich mich hier aufregen und plappern, was auch immer ich möchte. Denn das Wort eines niederen Kriminellen bedeutet einfach nichts im Vergleich zu einer Person von Status. Wenn ich dir in einem Gerichtssaal gegenüber stünde, dann wüsste doch jeder, wer von uns beiden gewinnen würde. Ich tue, was ich kann. Ziehe die Strippen, die ich ziehen muss, um meine Interessen weiter zu verfolgen. Ich brauche keine pompösen Ideale, um mich selbst reinzulegen oder um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich irgendwas anderes tun würde. Also, dass ich was Gutes tun würde oder sowas. Oder keine Ahnung. Es wird langsam anstrengend, den Scheiß zu übersetzen. Also, er belügt sich nicht selbst, ne? Er weiß selber, dass er nichts auf Werte hält und auch nichts Gutes macht und es ist ihm scheißegal. Ja, ich war die ganze Zeit anwesend in Ashs Abenteuer. Ich habe ihm die ganze Zeit in die richtige Richtung gestupst. Habe ihn ins Ohr geflüstert, wenn er kurz davor war, einen Fehler zu machen. Sowas wie ein Fahrrad in einem Haus, ne? Oder eine Angel benutzen, wo kein Wasser ist. Immer ins Ohr geflüstert. Niemand mit klarem Verstand würde jemals denken, ein Kind sollte die Macht über ein Gerät wie den Meisterball halten. Aber als die Gelegenheit bestand, dass er sich eine Kopie davon schnappen konnte, dann konnte ich doch nicht zulassen, dass er einfach nur dran vorbeiläuft. Und dann natürlich musste ich auf Nummer sicher gehen, dass keiner von den zwei Mewtwo-Wissenschaftlern sich plötzlich über die Ursprünge von Ash interessieren würde. Also bin ich eingeschritten, um sie fernzuhalten. Wenn da bloß dieser Bill nicht wäre, dann hätte ich sie auch ganz einfach in Unterwerfung gezwungen oder durch. Hätte ich sie durch Angst zum Unterwerfen gebracht oder irgendwie sowas. Aber jetzt wurde es klar für mich, dass wenn meine kleinen Gehilfen mich angerufen haben über deinen kleinen Einbruch in mein Labor, dass ich mich wohl doch nicht gegen jede Eventualität abgesichert hatte.
Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Alles kann immer noch gut ausgehen. Diese kleinen Fehler können korrigiert werden. Wenn ich mich einfach nur an den Plan halte und meine Emotionen nicht in den Weg kommen lasse. Rot. Rot ist in der Tat ein richtiges Vorbild, was das angeht, nicht wahr? Der hat ja keine Emotionen. Ach, Ash, Ash, nicht Rot. Ash, jetzt habe ich Rot gesagt. Verdammt, Griever. Ash. Ein Bild, das klingt so blöd, ein Bild purer, kaltblütiger Rationalität. Er ist wirklich fast menschlich. Also er ist wie wir in fast jeder Form. Ihm fehlt einfach nur dieser emotionale Kern. Moral und ein Gewissen. Ein Grund, etwas zu machen. So eine Art ultimatives Ziel. Um seine angeborene Aggressionen und seine uneingeschränkte Intelligenz darauf auszurichten. Er hat echt Glück, dass ich ihm genau das geben kann. Ja? Dieses Ziel. Fasziniert es dich nicht, jetzt, da du die Wahrheit kennst? Ich träume sehr oft in Englisch, ja? Das ist richtig. Ich träume sehr oft in Englisch. Weil ich ja den ganzen Tag auch im Discord Englisch schreibe. Und fast alles, was ich spiele, ist eigentlich auch Englisch. Bloß das jetzt auch noch live zu übersetzen, ist mal was anderes. Normalerweise lese ich das, ich weiß, was gemeint ist und klick weiter. So wie ihr wahrscheinlich auch. Na? Also wer das halbwegs versteht, der klickt sich einfach durch und gut ist. Aber das zu übersetzen, ist manchmal echt ein ganz anderes Problem. Weil mir dann die deutschen Wörter einfach nicht mehr einfallen wollten. Wer ist Ash? Also, wer ist Ash nun wirklich? Was macht seine Personalität aus oder Persönlichkeit aus? Er könnte jeder sein. Er ist nur eine Puppe. Ja, eine Puppe, die jemand anderes aus der Ferne kontrollieren kann. Das ist sein Ziel im Leben. Sein Zweck. Seine Daseinsberechtigung. Ich denke, Rocket, du bist ihm sehr ähnlich, was das angeht. Oder ihr seid euch sehr ähnlich, was das angeht. Ihr beide. Aber das ist jetzt genug Gelabere. Zufälligerweise weiß ich, dass Ash dir eine ordentliche Tracht Prügel mal gegeben hat. So irgendwo beim Mondberg. Oh, langer Zeit mal, ne? Er ist jetzt um ein Vielfaches stärker als irgendein Trainer, den er jemals getroffen hat. Wie jetzt? Er ist jetzt um ein Vielfaches stärker als irgendein Trainer, den er jemals getroffen hat? Ich glaube, hier haben die einen Fehler gemacht. Und ich kann dir garantieren, wenn du Probleme hattest, damals gegen ihn anzutreten, dann hast du dieses Mal keine Chance. Und deine Pokémon scheinen ja die einzige Verteidigung zu sein, die du hast. Also im Namen unserer dummen Etikette. Also Etikette ist ja Anstand, ne? Im Namen des Anstands unserer Kultur. Stell dich gerade hin. Dein Tor, also. Du sagst ja meistens Stand Tall and Pride, also stell dich aufrecht und stolz hin. Stell dich aufrecht, Rocket, und stell dich ihm wie ein Mann. Ja, eigentlich gar keine Chance gegen den, oder? Die Level, die der hat, der ist da bestimmt Level 60, 70, irgendwie sowas.
Wir sind gerade so Ende 40, Anfang 50. Charizard. Das habe ich kommen sehen. 53! Das ist machbar! Das ist machbar. Grieber, Frage an dich, weil das auch dein Pokémon ist, ne? Ist ja nach dir benannt. Soll ich mit Raindance starten oder soll ich direkt in den Server übergehen? Ich glaube, wenn ich Raindance mache... Also, das Glurak ist schneller als wir, das ist mir klar. Es wird uns mit der ersten Attacke... Wie verbietet eine Aktion? Für Red... Pokémon dürfen nur nach ihrem Tod gewechselt werden? Warum machst du das? Fuck! Wie ich das hasse, wenn der Chat mich umbringen will. Warum denn? Ich habe mir heute so viel Mühe gegeben mit dem Spiel, mit Übersetzen und alles. Und jetzt am letzten Kampf... Am letzten Kampf fällst du mir so in den Rücken. Jetzt habe ich verloren, danke. Stehe ich nicht sowas. Stehe ich nicht. Muss ich die ganze Scheiße wiederholen. Ich werde die Scheiße aus den Items rausabusen, sage ich dir jetzt schon. Ich werde die Scheiße aus den Items abusen. Einfach nur, damit ich nicht verliere. Ich darf nicht wechseln. Ne? Ich darf nicht wechseln. Hat er verboten. Das für die, die sich wundern, warum ich mich gerade aufrege. Ich reg mich auf, weil er verboten hat, dass ich Pokémon wechsle. Ich glaube, durch den 50% Boost ist Surf einfach jetzt gerade das Stärkste, was ich machen kann. Durch das Regenwetter. Oh Gott, das ist nicht sehr effektiv. Fuck. Level dazu. Das war dann wohl ein Fehler. Ice Beam, vierfach stärker, komm. Ich hätte es nämlich so gerne in Xela reingewechselt mit Donner. Oder bei Dragonite hätte ich in Jinx reingewechselt. Und dann hätte Grieva nicht sterben müssen. Norlax. Oh, das Relaxo hat ein Riesenproblem. Das Relaxo wird ein Riesenproblem. Fuck, Relaxo hat Erdbeben. Fuck, Relaxo hat Erdbeben. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe gerade gedacht, weil das Vieh so viel aushält, gehe ich da mit meinem Sauger dagegen. Aber das Mistvieh hat doch Erdbeben. Oder? Weiß es nicht. Guck mal, was es jetzt macht. Grand Escape Now. Warte, habe ich gerade gewechselt? Oh, ich habe gerade Pokémon gewechselt. Hätte ich da gar nicht gedurft, oder? Ich habe das schon komplett ignoriert. Ich hätte eigentlich mit Rosana weiterkämpfen müssen. Ich hätte mit Rosana weiterkämpfen müssen. Ich habe mich so aufgeregt und dann breche ich die Regel. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich hab's wirklich nicht mitgekriegt. Oh Mann. Aber wie viel Schaden macht denn der? Das ist ja krank.
Alter. Paralysiert. Ne, ich habe gesagt, ich werde Items benutzen. Ich habe doch Items. Ich will den Kampf nicht verlieren. Ich will den ganzen Text nicht nochmal vorlesen müssen und sowas, weißt du? Ich habe doch Items. Ich hab's gelesen, GM. Ich hab's gelesen. Nix ist zu spät. Und nix ist unmöglich. Toyota. Alter, warum macht er so viel Schaden? Ich weiß nicht, ob ich immer noch schneller bin als der. Der Laxo ist echt arschlahm. Ich weiß nicht, ob ich mit Paralyse noch schneller bin. Wie hoch ist die Chance, dass er mir zweimal hintereinander Paralyse gibt? Ich wollte heilen und dann Sleep Powder machen. Oder wir versuchen den Giga Drain nochmal. Müssten es eigentlich überleben, habe ich das Gefühl. Gefühl, wir müssten das überleben. Und damit bringen wir ihn, glaube ich, in Hyper Potion Range. Oh, natürlich crittet der. Natürlich crittet er. Ich bin mir nicht sicher, welches Pokémon sich hier eignet. Die große Preisfrage ist, macht er jetzt einen Hyper Potion oder nicht? Natürlich macht das. Ein Full Restore sogar. Oh Gott. Das spielt so wenig, ey. Bei einem Ice Beam haben wir zumindest noch die Chance, dass er vielleicht einfriert, hä? Crunch! Fuck, der hat Crunch. Warum hat der Crunch? In Gen 1 hat er keinen Crunch. Aber ja, es ist ja Gen 3 mit Gen 6 Moveset. Alter, fuck. Crunch, Alter. Das Relaxo zerstört mich übelst. Weil ich auch noch... Ich bin mir ziemlich sicher, er wird dann nochmal einen Full Restore machen. Der benutzt zweimal Full Restore. Nein, man tut da nicht. Okay. Lapras. Es wird aber nicht ausreichen. Es macht knapp 3/4 oder sowas weg. 2/3. Oh! So ein Glück gehabt! Es konnte sich nicht bewegen! Es konnte sich nicht bewegen! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, GG, Xayla. GG, Alter. Pikachu.
Special Death. Das ist egal. Jetzt ist die große Preisfrage. Macht er jetzt eine Heilung drauf oder was macht er jetzt? Natürlich macht er das. Sein Pikachu muss er ja retten, ne? Wenn wir jetzt kritten, ist es aber weg. Aber wie hoch steht die Chance? Oh, jetzt hat er mir auch noch Paralyse gegeben. Alter, leck mich fett, ey. Wir waren schneller? Alter, das ist ein Pikachu. Das hat der Agility gemacht. Und wir haben Paralyse. Und wir waren schneller? What the fuck? Xela, Alter. Jetzt habe ich ein Problem mit diesem Alakazam. Und ich darf ja nicht wechseln. Ich habe das voll vergessen. Es tut mir leid, dass ich da von Rosana auf Giflor gewechselt habe. Ich habe das voll verpeilt. Ich opfere Xela. Der kann jetzt hier nichts mehr machen. Der ist zu langsam. Ich opfere Xela, um einen Max Revive zu machen. Auf Jinx. Ist das Blitzer mit Hidden Ability? Nee, glaube nicht. Guck gleich nach. Quick Feed. Up Speed if Suffering. Ach, das war's ja. Na genau, es wurde schneller. Es wird schneller, wenn es ein Status-Ailment hat. Also es wird schneller, wenn es paralysiert ist. Ah. Ja, ja, ich raff's. Die Paralyse hat uns gerettet, quasi. Ohne die Paralyse wäre das Pikachu schneller gewesen. Jetzt raff ich erst, ey. Das ist ja echt gutes Xela, was wir da erwischt haben, oder? Ein Hidden Ability? Oder was? LOL. Shadow Ball. Ich habe eigentlich echt erwartet, dass die Pokémon vom Ash hier so Level 60 sind oder sowas. Oder noch ein bisschen höher. 60 aufwärts. Bin überrascht, dass die jetzt doch nur im niedrigen 50er Bereich waren. Wir haben es geschafft, oder? Punkt, Punkt, Punkt. Er weiß nicht, was er sagen soll. Er ist sprachlos. Oh, wollen wir von dem ein Pokémon klauen? Ich habe jetzt schon ewig keine Pokémons mehr geklaut. Bloß bei Siegfried. Weil er so ein arrogantes Arschloch war, habe ich dem seinen Dragoran weggeklaut. Und jetzt könnte ich es mir vorstellen, beim Ash eigentlich auch eins. Einfach nur so aus Protest, weißt du? Welches? Glurak sehe ich im Chat. Zweimal Glurak. Und wie sollen wir es nennen? Oh, dem Ash seinen Glurak wegklauen, das ist schon gemein, ne? Ich sehe zweimal Glurak, einmal Simsala. Also Pikachu oder Glurak, das sind so seine Signature-Dinger, ne? Sag mal Glurak, habt ihr einen Namen? Und Ash nennen! Oh, das Glurak klaut und das Ash nennen. Was? Nenne es Pika Petal. Ne, Rika Petal. Wer ist denn Rika Petal?
Aber gut, Shadow hat schon so viel benannt. GM Seifer hat, glaube ich, noch gar nichts benannt. Machen wir das mal so. Ich weiß nicht, wer das ist. Rika Petel. Aber kriegt jeder mal eine Chance, hier was zu benennen. Passt da noch ein Leerzeichen rein? Petal. Nee, müssen wir zusammenschreiben. Rika Petel. Kannst du mir noch sagen, wer oder was das ist? Nein! Das ist doch nicht möglich! Dafür war ich nicht vorbereitet. Ach! Ash! Du wertloser Idiot! Das werde ich nicht zulassen! Alles wird auseinanderfallen! Nicht so! Das ist eine Yu-Gi-Oh-Karte. Ach so. Zur Seite, Kind! Ich kümmere mich jetzt selbst darum. Samuel! Och, ich konnte nicht lange warten. Bitte vergib mir, dass ich diesen Kriminellen reingelassen habe. Samuel, es tut mir so leid. Ich habe dich die ganze Zeit falsch verstanden. Ich dachte wirklich vor 10 Jahren, dass du ein Feigling geworden bist. Es wirkte nicht richtig für mich, aber ich wusste, es hat einfach keinen Sinn ergeben. Ich hätte es wissen müssen, dass deine Stärke, deine Vision, dein Commitment, dass dein Engagement dazu, der Größte zu sein, der mächtigste Anführer in der Welt zu sein, dich niemals verlassen hat. Wirklich. Du warst ein Mann von Ehre, die ganze Zeit lang. Ich hätte niemals deine Seite verlassen dürfen. Ich wusste schon lange nicht mehr, wie meine Gefühle dir gegenüber aussehen sollen oder irgendwie sowas. Ich habe dich geliebt dafür, wer du warst. Und habe dich gehasst für das, was ich dachte, dass du uns angetan hättest. Aber jetzt denke ich, habe ich die Wahrheit gesehen. Ich habe realisiert, meine Liebe für dich hat in all den Jahren für keine Sekunde oder hat niemals nachgelassen. Ich habe nur meine eigenen Gefühle nicht verstanden. Nicht bis jetzt. Oh, Samuel! Lass uns das Kanto bauen, von dem wir zusammen geträumt haben. Alles kann so sein, wie es damals war. Du, wie kannst du es wagen? Du wirfst mich weg. Du wirfst mich angewidert weg, wenn ich an meinem niedrigsten Punkt bin und am schwächsten bin. Und dann kommst du zurück, bettelnd an meinen Füßen, genau dann, wenn ich wieder Macht habe? Oh, du bist eine Frau durch und durch, Agatha. Und dann redest du zu mir in so, mit so großkötzigen Wörtern wie Liebe und Ehre. Du widerst mich an. Du hattest deine Chancen. Verneine das bloß nicht. Und jetzt hast du mir gezeigt, ohne auch nur einen Zweifel, ja, wie tief deine Loyalität wirklich ist. Oder wie stark deine Loyalität. Ich kann nicht mehr, Alter. Wie lange machen wir? 7 Stunden schon. So einen langen Pokémon-Stream habe ich noch nie gemacht. Mit Übersetzen. Ach, hier. Ich zeige dir, was ich von deiner verfickten Ehre denke. Tauros, Giga-Impact! Kein Zurückhalten! Gegen eine alte Frau! Gegen eine alte...
What the fuck? Und? Nun? Was glotzt du so blöd, Rocket? Ich glaube, ein unerledigtes Geschäft, soll man das sagen? Wir hatten noch was zu klären. Alter. Es ist doch immer der gleiche Scheiß. Perfekte Pläne, sabotiert von der Laune von mittelmäßigen Leuten. Von Launen sabotiert. Ist doch wirklich so, nicht wahr? Um irgendetwas erledigt zu bekommen, muss man es einfach selber machen. Also lass mal schauen, wie ich mich am besten um so ein kleines Wiesel wie dich kümmern kann. Jesus! Also, die Geister jetzt mal beiseite. Sieht aus, als hätte ich hier die echte Action voll verpasst. Was für ein Blutgemetzel oder so? Ne, was für ein Gemetzel? Ich habe diese Lady ja noch nie großartig gemocht, aber... Also, die musste ja wirklich extrem auf den Nerv gegangen sein, oder... Wie nennt man das? Wenn sie genau deine Schwachstelle gefunden hat, irgendwie sowas? Ist egal. Sie muss ja wirklich genau das Falsche gesagt haben oder sowas, um so eine Behandlung zu bekommen oder zu verdienen. Und dann auch noch ohne irgendwelche Pokémon übrig, die sie verteidigen könnten. Hier, Dös. Ich habe mir schon gedacht, du kannst eine kleine Heilung vertragen. Dank mir später. Gehen wir jetzt von einem Bosskampf direkt in den nächsten? Oder was? Oh, so ist das also. Dös hat deinen kleinen Roboterjungen besiegt. Ha! Das ist ja mal eine Entwicklung, du. Nun, ich frage mich, was ist wohl schiefgelaufen, als du ihn designt hast, wie würde man das denn sagen, als du ihn gestaltet hast, alter Mann? Ich meine, er ist doch das absolute Ebenbild von einem unüberwindbaren Muskelprotz, nicht wahr? Halt dich da raus, Bill. Ash ist immer noch Champion und er wird deine Beleidigungen nicht so gern haben. Ich finde es so witzig, dass Agatha durch eine normale Attacke quasi zu einem Geisttyp gemacht wurde. Oh! Oh, der war mies. Sie wurde durch eine normale Attacke zu einem Geist. Ja, okay. Gib auf, gib doch endlich auf, ey. Dös hat doch schon bewiesen, dass er der stärkere Trainer ist. Er könnte die Liga nochmal platt machen, auf die richtige Art und Weise, und Champion werden, wann immer er es möchte. Du Einfallspinsel, pass auf, was du sagst. Muss ich euch dran erinnern? Dass nicht so wie Siegfried oder Gary oder Ash, ich immer noch unbesiegt bin im Kampf. Und ich war, ich habe nicht nur, weiß nicht, ich war nicht untätig, genau, ich war nicht untätig in den letzten 10 Jahren. Ich habe meine Pokémon in Form gehalten, damit ich selber auch gegen Ash kämpfen kann, als die letzte Herausforderung. Aber es scheint wohl, als gäbe es dafür keinen Bedarf mehr. Rocket. Ich hätte dich ja so gerne im Gefängnis verrotten sehen. Aber jetzt denke ich, ich werde deine Bestrafung wohl lieber höchstpersönlich austeilen. Ich bin sowieso schon über dem Gesetz.
Also denke ich mal, wir sind jetzt auf einem ausgeglichenen Kampffeld oder Spielfeld. Das macht ja keinen Witz, keinen Sinn. Wir haben jetzt gleiche. Wie nennt man das? Wie sagt man da? Gleiche Kampfvoraussetzungen von mir aus. Also, merkte meine Worte. Ich werde dich nicht aus Ehre oder Würde? Würde. Ja, Dignity, Würde, ne? Ehre. Ich kämpfe nicht wegen Würde oder Ehre. Ich werde deine Verteidigung zerstören und werde dich genauso wie diese alte Hexe da auf dem Boden liegen lassen. Oder werde dafür sorgen, dass du so endest wie die alte da auf dem Boden. Also, schau dich noch einmal um und genieße den Anblick, Rocket. Niemand sonst hat auch den Hauch einer Chance, dich zu retten. Du bist nun allein. Mensch, du. So viel übersetzen, ich kann echt nicht mehr. Ich hoffe, nach dem Kampf kann man eine Pause machen, dann machen wir morgen weiter oder sowas. Ich glaube, das Spiel ist noch nicht durch. Da kommt noch irgendwas. Bestimmt mit Mewtwo oder sowas, ich weiß es nicht. Oh, ich bin gerade schon ganz schön fertig, du. Oh, bitte. Bitte schlag dich nicht selbst. Bitte schlag dich nicht selbst. Och. Nee. Nein! Ach, Mann. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Bitte, hör auf, dich selbst zu schlagen. Bitte. Alter, Level 57. 8 Level drüber. Vierfach Schwäche. Ich hoffe, es reicht. Wie heißt das Vieh nochmal? Ich komme nicht mehr auf die Namen. Also ich bin mental so fertig, muss ich gerade sagen. Ich komme nicht mehr auf die Namen der Pokémon. Kokowai. Ich war schneller! Ah. Oh nein! Bitte, nicht über die Hälfte oder so. Oh, fuck, ey. Natürlich macht er jetzt einen Full Restore, aber wenn wir Glück haben, verbrennen wir es. Komm schon. Aber wir sind allgemein schneller als das Kokobai, also ist das eigentlich kein Problem. Da wir schneller sind, hat er keine Chance. Also dem Eich möchte ich dann auch jeden Fall ein Pokémon klauen. Dem klaue ich ein Pokémon. Überlegt euch jetzt schon mal welches. Das Arcani wird schneller sein, ne? Fuck. Wie soll ich das Arcani machen? Haben wir ein Problem. Arcani wird schneller sein. Es sei denn, er macht irgendwas Merkwürdiges.
habe ich mir gedacht, Extreme Speed. Ein Problem hier. Firefang. Alter. Ich glaube, ich belebe mal lieber den Griever wieder. Weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass irgendeins meiner Pokémon mit dem Arcani klarkommt. Außer Griever. Schade. Wäre lustig gewesen, hätte er noch einmal Firefang gemacht. Okay, Griever. Surfer, los. Müsste jetzt eigentlich den killen. Müsste ihn eigentlich killen, finde ich. Oh Gott. Ein Bisasflor. Ich schicke erstmal Shadow rein. Das heißt erstmal Shadow. Aber zur Not könnte auch Rosana da nochmal den letzten Schlag draufsetzen. Das hatte ich erwartet. Jetzt wird's interessant. Überlebt er das? Nicht sehr effektiv, aber Shadow hält auch nicht viel aus, ne? Ice Beam. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Er hat nur noch ein Pokémon. Ein Xela. Er schickt uns ein Xela als Gegner. Und habt ihr euch schon entschieden, was wir klauen? Der Kampf hat gerade keinen Sinn ergeben, irgendwie. Ich würde zu dem Bisasflor tendieren. Nein! Unmöglich! Boah, 12.900. Ja, damit. Also, ich würde zu dem Bisasflor tendieren, auf jeden Fall, eigentlich. Und wie nennen wir es? Nenn es Oak. Wirklich? Hey Oak, ich habe dein Pokémon geklaut. Und um dich auch, um dich und mich und alle anderen auf ewig dran zu erinnern, habe ich sie nach dir benannt. Asche? Blümchen. Oh, Blümchen ist aber auch schön. Das erinnert mich an Bambi. Blume. Ach, Ü kann ich nicht machen. Vielleicht soll ich einfach nur Blume machen? Blume. Ja. Oh, eh, na gut. Er möchte das Blümchen haben.
Hütchen. Das kann doch nicht richtig sein. So hätte es nicht ablaufen dürfen. Ich hatte doch alles ausgeplant bis zum letzten... Ja, wie soll man das denn übersetzen? Bis zum letzten Detail einfach. Es gab absolut keine Möglichkeit, dass einfach nur ein ganz normaler Trainer eine Gefahr hätte darstellen können. Und Team Rocket ist doch ein Witz. Ein unwichtiger kleiner Fleck auf Kanto. Ist einfach nicht möglich, dass einer von denen... Was? Nenne mal dein Team so Bibi und Tina und Amadeus und dann hast du 6 Pokémon und der zweite Name fällt mir nicht mehr ein. Bibi, Tina, Amadeus, das sind 3. Das sind 3. Aber da ist etwas ist anders an dir. Das ist die einzige Erklärung. Du bist kein normaler Rocket. Du bist ein... Alter, das reicht jetzt. Stopp! Das ist der Ende des Weges für dich, Eich. Du dachtest doch wohl nicht wirklich, du könntest mich mich für immer aussperren, oder? Du wirst beschuldigt für der Verschwörung gegen die Regierung, Professor. Und du hast gegen deinen Bann verstoßen. Gegen deinen Bann auf Pokémon-Kämpfe verstoßen. Und ich schätze mal, du bist auch nicht unschuldig, was auch immer das da angeht mit Agatha. Was Ash angeht und den Behauptungen, er wäre kein Mensch. Er wird ordentlich medizinisch untersucht werden, damit wir sicherstellen können, dass das auch so stimmt. Du bist ein Narr, Eich. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so die Kontrolle über diesen Ort durch deine Pläne irgendwie zurückbekommen? Falls du es vergessen hast, in der echten Welt, da bekommen wir unsere Macht durch Schweiß und Blut. Schleimige Nerds oder Geeks sind nur Pokémon-Meister in ihren Träumen. Schnappt ihn euch. Bleibt zurück. Du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Und du wirst nicht die Wünsche deines Champions ignorieren. Ash, schnell! Deine Pokémon, schick sie raus. Ich brauche ihre Verteidigung. Hahaha! Ich weiß, wie man diese Maschine bedient, ihr Idioten. Ich trage jetzt meinen Namen ein als der neue Champion und dann regiere ich die Region von diesem Raum aus. Ich kann eine Menge Schaden anstellen, bevor ihr mich hier rausbekommt. Das kannst du mir glauben. Jetzt glitschen, oder? Jetzt müssen wir glitschen, oder? Ich will einfach jetzt nur noch Feierabend machen. Ich bin kaputt. Verdammt noch, Dös. Bist du noch gesund genug, um gegen Ash Pokémon-Team nochmal zu kämpfen? Ah. Wenn wir doch nur irgendwie diesen Computer erreichen könnten. Na komm schon, mach irgendwas. Missing No wackelt in seinem Pokéball. Mein Gott. Es gibt es immer noch? Dieses Ding? Die Katastrophe?
Was für ein wunderbarer Anblick. Es korrumpiert alles. Jeden Eintrag. Was für eine Kreatur. Oh. Wartet, bis ihr mit meinen Anwälten sprecht, ihr Abschaum. Ihr mickrigen Würmer. Irgendwie sowas. Und schnappt diesen pinkhaarigen Rocket auch noch. Es wird langsam Zeit, dass er für seine Straftaten Antwort steht. Rede und Antwort steht. Und für das Böse, was diese verrottete Organisation angestellt hat. Nein! Dös war doch der Eich gestoppt hat. Er verdient so etwas nicht. Ruhe! Wurde sich heute schon genug ins Gesetz eingemischt? Ich werde nicht erlauben, dass noch mehr Kriminelle hier frei rumlaufen. Hey Rocket, willkommen in der Welt der Pokémon. Die führen uns jetzt einfach so ab. Wir können die doch alle platt machen, oder? Theoretisch. Praktisch. Ach, aber ich glaube, jetzt kommt so ein kleiner Schnitt und dann geht das morgen weiter oder sowas. Speichern, ja? Endgame sagt es. Jetzt eine kurze Frage an die, die das schon mal gespielt haben. Also Xela und ich glaube Griever. Kommt jetzt wirklich das Finale, so dass ich jetzt vielleicht nochmal 10 Minuten vorlese und das war's? Oder geht es dann noch weiter? So mit Mewtwo und anderen Sachen vielleicht. Ohne was zu spoilern. Einfach nur Finale oder weiter sagen. Denn wenn das jetzt das Finale ist, dann ziehe ich das jetzt noch durch. Ich bin eigentlich schon kaputt und möchte jetzt einfach nur noch ausmachen. Aber wenn es das Finale ist, ziehen wir das jetzt noch durch in dieser Folge, in diesem Stream. Wenn ihr sagt, es geht noch ein bisschen weiter, dann machen wir das morgen in Ruhe zu Ende. Jetzt mal bitte Xela und Griever, einfach mal jetzt reinschreiben, Finale oder morgen weiter. Das ist ganz wichtig. Und ich weiß, dass ihr da seid. Ich habe den Xela vor 30 Sekunden schreiben gesehen. Aber man kann dann morgen noch ein bisschen weiterspielen oder sowas. Gut, wir gucken uns das Finale noch an. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder ein 30 Minuten Übersetzungsabschnitt. Weil ich bin kaputt. Meine Stimme tut schon weh. würde der Angeklagte bitte aufstehen? Wie mach morgen? Na, wird das jetzt zu viel oder nicht? Das war eine simple Frage. Wird es jetzt zu viel oder nicht? Würde der Angeklagte bitte aufstehen? Wir sind bereit, das Urteil zu versprechen. Also auszusprechen oder auszuführen. Ash. Die Resultate der genetischen Tests, die dem Gericht präsentiert wurden, und der Rat der und unserer führenden medizinischen Profis? Keine Ahnung. Haben nur wenig Zweifel gelassen haben nur wenig Zweifel gelassen. Ich übersetze es jetzt nicht zu genau. Ich habe die Schnauze voll, ganz ehrlich. du hast ganz klar unter schweren Geburtsfehlern gelitten. Was auch immer du bist. Du bist kein Mensch, kein menschliches Wesen.
von gesunder physischer und mentaler. Du bist kein Mensch mit einer mit einem gesunden Körper und einem gesunden Geist. Du hast kein Geburtszertifikat und bist kein legaler Bürger von Kanto Yoto. Kurz gesagt, du kannst nicht Champion der Indigo-Liga sein. Schlussfolglich fällt die Position an deinen Vorgänger Gary Eich. Euer Ehren, ich glaube nicht, dass ich noch Champion sein möchte. Lassen Sie jemanden anderen das machen. Nachdem ich das alles über Großvater gelernt habe, brauche ich seinen Respekt nicht mehr. Also Approval, Genehmigung ist falsch. Also brauche seine Akzeptanz nicht mehr oder wie auch immer. Ne? Ich habe andere Sachen, die ich jetzt machen muss. Nun gut, dann soll die Position wieder an Siegfried zurückgehen. Scheiße, nichts gebracht, oder? Eigentlich müssten wir doch Champion sein. Oh, euer Ehren. Ich werde gern die Bürde annehmen, die Bürde akzeptieren, diese Position wieder anzunehmen. Dann ist die Angelegenheit geklärt. Ash, ein Fall wie diesen gab es noch nie. Wir haben unser Bestes getan, dich mit Sympathie zu behandeln. Aber wir müssen die Sicherheit der Öffentlichkeit in Betracht ziehen. Deine Pokémon-Lizenz wird zurückgezogen, effektiv jetzt. Eine unstabile Person wie du kann nicht erlaubt werden, so tödlich mächtige Pokémon im Kampf einzusetzen. Draußen in der Wildnis vielleicht, im Namen der Selbstverteidigung, aber nicht in der zivilisierten Gesellschaft. Das ist dann alles. Ihr könnt euch verpissen. Professor Samuel Eich. Sie sind beschuldigt worden des Totschlags. Eigentlich sogar Mord, hätte ich gesagt, aber das steht bloß Manslaughter, nicht Mörder. Keine Ahnung. Und zur Verschwörung die Regierung auf den Kopf zu stellen, aus den Angeln zu heben, irgendwie sowas. Bitte entschuldigen Sie mich. Indem Sie einen genetisch modifizierten Klon eines menschlichen Jungen hergestellt haben und ihn von Geburt an aufgezogen haben, blutdürstig zu sein und gehorsam, perfekt dazu geeignet, um die Indigo, um den Indigo-Liga-Champion aus dem Weg zu räumen. Alles innerhalb eines 11-Jahre-Plans, um die Macht wieder zurückzubekommen in einem geheimen Labor. Wer macht denn so eine Sätze? So redet kein Mensch! Ich hasse dieses Spiel, ey. Oh, ich kann so eine Scheiße nicht übersetzen. Aber ihr habt verstanden, worum es geht, ne? Aber das ist doch kein Satz. In einem geheimen Labor, versteckt von der öffentlichen Sicht. Aber das Labor, um das es geht, ist leer. Für eine Anklage, die so implausibel klingt wie diese, damit die auch nur irgendwie Hand und Fuß haben kann, hätte man uns mit ordentlichen Beweisen, hätte man uns ordentliche Beweise präsentieren müssen. Wo sind die Beweise hin? Haben die Beweise aus dem Weg geräumt? Warum? Keine Beweise dieser Art wurden uns aufgezeigt.
Die Anklage ist damit abgewiesen. Zusätzlich keine zuverlässlichen Zeugen oder Zeugenaussagen konnten vorgebracht werden, was ihre Beteiligung am Tod von Agatha angeht. Daher können wir nur zur Schlussfolgerung kommen, dass sie in einem Unfall durch einen Pokémon-Kampf gestorben ist. Und auf der anderen Seite? Wie heißen die Affen, die dort sitzen und dann wählen, ob er schuldig war oder nicht? Die Jury, einfach die Jury, ist okay. Erklärt die Jury sie schuldig, dass sie ihren Pokémon-Kampfbann gebrochen haben. Um es zusammenzuschließen oder abzuschließen oder zusammenfassend, Professor. Sie scheinen keine Gefahr für die Öffentlichkeit darzustellen. Aber sie haben die Gesetze von Kanto missachtet. Kein Beamter wird ihnen jemals wieder eine Pokémon-Lizenz geben. Und ihre Forschungen werden nicht finanziert. Professor Eich, Sie sind hiermit von der Kanto-Region verbannt. Suchen Sie Ihr Glück woanders. Aber nicht mal im Knast gelandet. Dös, bitte treten Sie zur Bank vor. Als ein Mitglied des Verbrechenssyndikat Team Rocket mit dem ehrenhaften Titel Boss stehen Sie nun hier angeklagt mit unzähligen angeblichen und auch bestätigten Pokémon-Diebstahlen. Gewalttätige Erpressung und Einschüchterung. Beteiligung in Pokémon-Schmuggeln. Muggelei und Gewalt gegen Frauen? Was? Hat der Wichser mich gerade einen Frauenschläger genannt? Ich komme gleich rüber. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ein bisschen Ehre habe ich schon noch, ja? Bewaffneter Überfall? Fahrraddiebstahl, ja, das stimmt. Besitz und Benutzung einer gefälschten Pokémon-Lizenz? Bedrohung und Angriff gegen einen Tja, hättest du dein Date mit Daisy mal durchgezogen? Was für ein Date? Mit Daisy? Wer ist Daisy? Who the fuck ist Daisy? Was? Die Schwester von Gary? Da kann ich doch nichts dafür, dass der Affe reingekommen ist und die verprügelt hat. Ich war das nicht. Das war der andere. Ich hab mit der da gesessen, Tee getrunken, gequatscht. Weißt du? Und dann kam der Ronny rein und hat da radikal auf die gehetzt. Das war ich nicht. Bedrohung und Angriff gegen einen Polizei, wie heißt denn das? Nicht Offizier, sagt man doch nicht. Polizeibeamten. Und Beihilfe. Was? Beihilfe bei den Operationen einer Gruppe oder eines Pärchen von unlizenzierten Käufern, die in der Unterwelt arbeiten. Hä?
Redet er von den beiden Pimps? Redet er von den Pimps? Ich hab die beseitigt. Da bin ich doch guter, wenn ich Pimps beseitige. Ach, die 9000. Das ist jetzt aber gemein. Normalerweise hätte ich jetzt eigentlich keine Bounty. Ich habe bloß ein Bounty auf meinem Kopf, weil ich jetzt zum Schluss zum Spaß noch aus Trollen noch ein paar Pokémon geklaut habe, ne? Normalerweise hätte ich eine Bounty von 0. Ne? Du schuldest der Region von Kanto diesen Betrag in Reparationen gegenüber deiner Verbrechen. Das kann ich machen. 9000 zahle ich gerne. Der Chef hat mir 10.000 vermacht, also... Und ich hatte noch drüber. Schlussendlich, die Jury verkündigt deine Strafe. 2 Jahre in einem örtlichen Vollzugshaus oder sowas. Oder Regionalgefängnis, irgendwie sowas, ne? Ich kann nur hoffen, dass du deine Zeit genossen hast in der kriminellen Unterwelt, Dös. Es ist einfach zu sehen, warum das Leben jenseits des Gesetzes attraktiv für dich aussah. In einer Gang wie Team Rocket scheint es so, als könnte man mit allem davonkommen. Mit jeder... Depravity... Mit jeder Sünde, mit jeder Verderbtheit, die du möchtest. Aber schlussendlich kommen die Hühner nach Hause, um zu schlafen? Roost? Ist es das, wenn die sich oben auf die Stange setzen und dann pennen? Das ist das doch, oder? Roost? Du hast deine Abenteuer erlebt und nun bin ich, jetzt tut's mir leid zu sagen, es ist Zeit, dass wir dich wieder zur Realität zurückbringen. Dös, ich erkläre dich hiermit schuldig wie angeklagt. Ha! Durchgespielt, Bitches! Wir gucken morgen noch mal kurz rein. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht noch mal zum Mewtwo gehen kann, dass man vielleicht noch mal irgendwo rumwuseln kann, irgendeine Kleinigkeit vielleicht machen kann, ich weiß es nicht. Wir gucken noch mal ganz, ganz kurz rein. Aber für heute bin ich durch! Körperlich und mental durch! Ich kann nicht mehr. 7,5 Stunden einfach nur übersetzen. Mensch. Ich hoffe, ihr hattet zumindest auch ein bisschen Spaß dabei. Oh, meine Stimme ist voll im Arsch, ey. Was der Plan für morgen angeht, ne? Nachmittags kommt der Kufo wieder auf den Film vorbei, deshalb wird nachmittags nicht wirklich viel gestreamt. Vielleicht schaffe ich es am frühen Nachmittag nochmal kurz das hier anzumachen, dass wir nochmal reingucken, ob noch vielleicht noch was Kleines kommt. Dann am späteren Nachmittag, wie gesagt, bin ich Filme gucken. Und abends dann, 20 Uhr, dann gibt es dann wieder, wie immer, Futtern mit Dös. Da ist dann mein Schwesterherzchen, also Döspaddel, mit dabei. Wir kochen eine Kleinigkeit, quatschen eine Kleinigkeit und futtern eine Kleinigkeit. Warum ist das scheiß Spiel noch nicht zu Ende? Hallo? Ah, ja. Ja, es ist die Leiter bei dem Buchregal. Klettert da einfach runter. Ich bin schon hier. Ach, die brechen uns jetzt raus, oder? Oder was? Nee. Das? Bill? Ja. Eich hat's wirklich alles hier ausräumen lassen, nachdem wir eingebrochen sind. Und ich musste sicher gehen, dass keiner von den anderen ihn im Gericht verrät. Nur zur Sicherheit. Will er jetzt mit euch zusammenarbeiten? Oh, keine Sorge. Ich habe Kopien von all seinen Blaupausen gemacht und von seinen Forschungsnotizen, natürlich. Ich zeig sie dir dann persönlich.
ja, sehr fortgeschritten. Aber nichts, was wir nicht nachmachen könnten. Die wollen auch ein paar Esk bauen? Ja, in der Tat. Mit den Fortschritten in der Technologie. Im Intervening? Im vergangenen Jahrzehnt? Denke ich, wir könnten jetzt einen voll ausgewachsenen, kampfbereiten Prototyp in gerade mal 3 Jahren bauen. Und da geht's dann weiter in Johto mit Gold und Silber, oder was? Ach, da bist du ja. Nun, komm und siehst du doch selbst an. Was ist das denn? Das ist doch der aus Johto, oder? Der Birch oder sowas? Nee, Elm. Elm, aus welcher Region ist der? Ich hab genug gesehen, Bill. Ich bin dabei. Johto. Und der baut dann Gold. Und der ist innerhalb von 3 Jahren schon ready, um dann gegen Silber anzutreten in Johto, ne? Weil Silber ist ja hier schon ein kleiner Junge, ne? Freude, mit dir ins Geschäft zu kommen, Professor. Okay. Gibt's dazu wirklich eine Fortsetzung? Also hat der Rommacher dann eine Johto-Fortsetzung gemacht? Das wäre cool. Bisher nicht, nein. Schade. Schade. Hey, du fauler Sack. Steh auf. Du hast Besuch. Und ich glaube, da machen wir dann morgen weiter. Jetzt mache ich aus. Da machen wir morgen weiter. Gucken wir uns das mal an, das Ende. Wie gesagt, es wird am frühen Nachmittag sein, ne? Weil Pi mal Daumen, Kufo schlägt hier immer so gegen 16 Uhr ein. Dann gucken wir 1, 2 Filme und 20 Uhr kommt dann das Futtern mit Dös. Ne? Also vor 16 Uhr möchte ich hier schon fertig sein. Pi mal Daumen, 14 Uhr vielleicht, kommt ein kleiner Stream. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Wenn nicht, schaut es euch hinterher an, ne? Ich sag mal, danke fürs Reinschauen. Hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit uns hier. Ich bin total kaputt und ich hau mich jetzt hin. Das Anton und der Döskopf sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.